Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Chart Flash für Donnerstag, den 15. Dezember. Mein Name ist Ronald Gerth, ich bin Analyst bei börsedaily.de und das Thema ist natürlich der Euro-Dollar-Kurs. Der hat es nämlich jetzt vollbracht. Es ist tatsächlich ein neues 13-Jahres-Tief erreicht worden. Wie sich das charttechnisch darstellt und wie der DAX und Gold darauf reagieren, sehen wir uns an. Wir haben hier den Stundenchart des Euro-Dollar-Kurses. Wir sehen noch, am letzten Donnerstag, als die EZB entschied, dass sie eigentlich nichts entschied, also mal ein bisschen einerseits, mal ein bisschen andererseits, da ging es zunächst mit Euro-Dollar nach oben, sprich der Euro stieg, der Dollar fiel, aber dann ging es in die Gegenrichtung. Man sagte sich, gut, das klingt ja irgendwie dann doch ein bisschen nach Zinssenkung. Und ja, gestern kam dann die US-Notenbank dazu, die zwar nichts Unerwartetes verkündete mit der Zinsanhebung, respektive der Planung, in 2017 dreimal die Leitzinsen zu erhöhen, zumal man weiß, dass das einfach nur auf dem Papier steht und nichts damit zu tun hat, was wirklich passieren wird, weil man das eben nicht vorhersehen kann. Nichtsdestotrotz nutzte man die Gelegenheit, den Euro-Dollar-Kurs zu drücken in den Bereich um 1,05. Und da blieb er auch heute Vormittag bis vorhin. Ab 12 Uhr ist es dann passiert. Da ist der Euro-Dollar-Kurs dann unter eine entscheidende Hürde gerutscht, nämlich die 1,0462. Das war das Tief der letzten 13 Jahre. Und das sehen wir uns hier nach dem Tageschart, der das schön zeigt, wie wir hier durch die vorher dreimal angelaufene Unterstützungszone nun doch durchgerasselt sind, im Wochenchart an. Das hier sind die Tiefs von Anfang 2015. 1,0462, 1,0523, letzteres nochmal getestet im Dezember. Und da sind wir nun nach unten durch. Das heißt 13-Jahres-Tief. Tiefer als dieses Niveau hatte man seit 2003 nicht mehr gesehen. Und die Parität, die lockt jetzt natürlich. Sprich, das Verhältnis 1:1 Euro-Dollar. Und naja, fundamental gesehen ist man da letzten Endes ja auch auf dem richtigen Pfad, sprich in der richtigen Richtung unterwegs, denn steigende Zinsen in den USA und auf jeden Fall niedrig bleibende Zinsen in Europa ist gleich eine grundsätzliche Stärkung des Greenback, des US-Dollars, aufgrund der dann dort höheren Zinsen und der Attraktivität der Währung, die damit einhergeht. Aber für den Goldpreis ist das fatal. Aber zuletzt zu Euro-Dollar noch abschließend, natürlich wie auch heute Morgen schon im Morning Call und in der Morning Mail erwähnt, 1,0450, das wäre momentan knapp unterschritten, das ist unser Ankerpunkt Short. Sollten wir da heute Abend auch darunter schließen, denn noch ist das ja hier ein laufendes Verfahren quasi, bis um 22 Uhr in der Wall Street dicht ist. Sollten wir unter 1,0450 schließen, wäre eine Short-Position durchaus zu überlegen. Stop-Loss knapp über dieser jetzt zum Widerstand gewordenen Zone bei 1,0620. Der Goldpreis leidet, kein Wunder. Wenn der Dollar steigt und der Euro fällt, dann pflegt normalerweise auch der Goldpreis unter Druck zu geraten. Wir sehen das auch hier an dieser Konstellation. Mit dem Euro-Dollar-Kurs ging es nach der US-Wahl erst nach oben, dann nach unten. Und jetzt ist im Prinzip der Weg aus charttechnischer Sicht natürlich frei. Denn letztlich haben wir die nächsten Unterstützung erst wieder in dieser Zone hier. Das ist so die Zone um 1046 bis rauf auf 1080 US-Dollar. Da ist noch Luft nach unten. Dementsprechend kann man hier, wenn man auf der Shortseite seit Closings unter 11,65 dabei ist, dabei bleiben und sollte sich mit dem Stopkurs hier an der 20-Tage-Linie orientieren, die im Augenblick zur Stunde bei 1176 Dollar liegt, das heißt 11,80, das wäre so ein Niveau für einen sinnvollen Stopkurs auf der Shortseite bei Gold. Und der DAX, der legt zu, klar. Der hatte zwar gestern einen kleinen Rücksetzer erlitten, nachdem auch die Wall Street mit einem Minus aus diesem Tag der Notenbankentscheidung ging. Heute aber legt er wieder zu, wobei man sich jetzt nicht gerade weinend vor Glück in den Armen liegt wegen des Euro-Dollar-Kurses, denn es ist ja vor allem der Dollar, der steigt. Der Euro ist zu anderen Währungen keineswegs so schwach wie zum Dollar und da fragt man sich halt immer, ja, was ist denn ein schwacher Euro zum Dollar speziell wert, wenn Trump realisiert, was er vorhat, was er im Wahlkampf behauptet hat, nämlich das America First Politik nun ab sofort ganz vorne ansteht und unliebsame Konkurrenz aus dem Ausland das Leben schwer haben wird. Da wird dann vielleicht ein schwacher Euro zum Dollar auch nicht so viel helfen. So gesehen
nimmt man das zumindest mal mit gebremster Begeisterung hin, was aber nichtsdestotrotz dazu führte, dass wir ein neues Jahreshoch erreicht haben. Intraday bei 11.335 Punkten, sind im Moment auch auf diesem Niveau unterwegs und naja, wir haben ja schließlich auch morgen Verfalltermin und dass der an einem Extrempunkt seit dem letzten Verfalltermin abläuft, das ist nicht unüblich. So gesehen ist es durchaus möglich, dass wir noch ein paar Stunden weiter nach oben laufen, dass wir morgen vielleicht nochmal einen kleinen richtig ordentlichen Hexentanz sehen. Selbst 11.5 ist völlig möglich, denkbar, allerdings eben auch die Gegenrichtung. Denn zu teuer, ob man das wirklich will, das ist die große Frage. Das kann man allerdings auch nicht abschätzen. Denn dementsprechend bleiben wir hier mal außen vor. Denn ein Verfalltermin, gerade in einer solch emotionalen Phase, ist völlig unberechenbar. Und da gibt es nur eins: an der Seitenlinie bleiben und nicht vorpreschen, ob jetzt auf der Longseite noch auf den Zug aufzuspringen oder einfach mal blind auf der Shortseite dagegen zu halten. Beides hat Risiken, die einfach die Chancen übersteigen, weil man es nicht absehen kann, was in den nächsten Stunden passiert. Also erstmal abwarten. Bei Gold allerdings wäre man auf der Shortseite gut unterwegs. Das kann man auch bleiben. Wir melden uns wieder morgen früh mit dem gesamten Bild des heutigen Donnerstags, auch mit Blick auf die Wall Street, wenn sie sich rührt, wenn sie sich lohnt. Und das passiert morgen früh wie gewohnt rechtzeitig vor Handelsbeginn in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call und der Morning Mail. Nächster Chartflash auch morgen wieder gegen 1. Bis dahin, schönen Donnerstag und machen Sie es gut.